Meine Lieben, ja, ich war noch mal beim Action, weil ich noch so einiges gebraucht habe, unter anderem Druckerpapier und für die Kleine am Schreibtisch. Den haben wir ja jetzt rüber in ihr Zimmer. Da wollte ich noch mal was besorgen, wo wir ihre Stifte einfach besser aufbewahren können. Und genau, da habe ich dann eben dieses 3-Schubladen-Regal für A4-Papiere und so weiter genommen. Das war eigentlich nicht schlecht, weil sie das dann eben auch einmal nehmen kann, raustun kann und neben sich hinstellen kann. Wenn wir jetzt irgendwie mit Boxen gearbeitet hätten, hätten wir wieder stapeln müssen und ich glaube, das wäre nichts geworden. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert mit Aufräumen. Jetzt die Tage war ganz gut. Da hat sie es auch hinbekommen, dass sie die Stifte dann auch wieder reingetan hat. Da gab es dann eben nochmal so ein, also ich habe dann nochmal so ein Aufbewahrungsset mitgenommen, wo sie dann, also dieses geflochtene, gewobene, wie auch immer, das gibt es in Grau, Schwarz und Rosa. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kann ich da mal ein Bild einblenden, wenn ich es online finde, oder ich mache mal ein Bild. Und das war halt ein großes, das hat genau eben oben drauf gepasst und eben noch so kleinere. Da konnte ich dann ganz gut die Stifte einsortieren, bisschen nach Art, also Filzstifte, Buntstifte, Wachsmalstifte und so weiter. Genau, und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so und ich hoffe, sie kommt damit zurecht, dass sie, wenn sie die Stifte nimmt, entweder sie tut die Box raus oder wie auch immer, dass die dann eben genau da auch wieder reinkommen. Weil anders funktioniert es momentan nicht. Sie hat ein Federmäppchen am Sommerfest gewonnen tatsächlich. Und dann dachte ich mir, okay, da hat jeder Stift sein Fach, aber das tut sie dann nicht rein. Vor allen Dingen, wenn es dann immer so ist, ja, räum auf, räum auf, räum auf, dann sagst du es 100 Mal, dann musst du aber los, dann bleibt es eh wieder liegen oder wird nur kurz neigeschmissen. Ja, irgendwie klappt das Ganze noch nicht so gut, aber wir sind auf dem Weg und schauen, dass das halt, ja, sich ein bisschen reguliert. Hier haben wir einmal auch das Druckerpapier. Da habe ich jetzt auch das von Canon genommen. Da gab es noch mal ein anderes No-Name. Das sah mir aber nicht so hoch aus. Also irgendwie, es waren 500 in 80 Gramm beschrieben, aber irgendwie war der Packen höher. Ich weiß nicht warum. Wenn es die gleiche Menge und die gleiche Grammatur ist, sollte das eigentlich nett sein. Und für nur ganz wenig günstiger. Deswegen habe ich jetzt doch das Markenprodukt genommen. Ich hoffe, das passt. Ansonsten bestelle ich es eigentlich immer über Amazon, aber ja, da habe ich es halt jetzt gleich mitgenommen. Dann habe ich gesehen, diese tollen Decken hier bei den Babys. Ich hoffe, sie sind toll. Ich fand zumindest die Farben sehr toll, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Jetzt schauen wir mal. Also sie fühlen sich nicht schlecht an. Es ist jetzt natürlich nicht die beste Qualität oder sagen wir mal die beste Verarbeitung. Ja, also ich dachte mir, vielleicht kann man daraus so ein Kissen, eine Kissenhülle nähen oder so. Muss ich mal überlegen oder ja, die ist jetzt auch nicht so groß. Also das ist eigentlich ein schönes Maß. 75 mal 1 Meter. Was jetzt noch nicht, was wir daraus machen, aber vielleicht mache ich daraus was, also nähe ich was oder es bleibt halt dann einfach eine Decke. So, dann habe ich noch mitgenommen diese Boxen hier. Die habe ich immer nur in Blau und Grau gesehen. Jetzt habe ich sie auch in Weiß gesehen oder halt in diesem Transparent. Und dachte mir, ich nehme jetzt die mal mit. Zum einen für meine Kleine, wenn die wieder ihre Perlensachen hat oder ihre Strasssteinchen da, dann kann man die da reintun. Und die haben halt am Deckel nämlich nochmal diese Unterteilung, damit das hoffentlich eben auch nicht drüber hinausfliegen kann. Also ihr wisst, was ich meine. Und du hast halt 2 Seiten. Das heißt, du hast echt viel Stauraum. Eins werde ich meiner Kleinen geben. Das so viel steht fest. Und ob ich das zweite hier auch gebe, weiß ich noch nicht. Oder ob ich nicht das sogar für so Nähzeug
benutze. Das Ding ist halt, wenn du solche Fächer hast, dann läufst du immer Gefahr, dass du dann immer nur einen Teil reinkriegst und dann aber den anderen Teil nicht. Und dann musst du das schon wieder auslagern. Und jetzt habe ich hier wieder das Gefummel mit dem Etikett. Und ich möchte halt, wenn dann was zum Beispiel auch in die gleiche Kategorie oder so gehört, dann natürlich auch alles beisammen haben und nicht irgendwie dann das eine da, das andere da, nur weil die Aufbewahrung halt dementsprechend nicht passt. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie viel sie zum einen hat. Aber ich glaube, so viel hat sie jetzt nicht, dass man das voll kriegt. Und zum anderen, wie ich das vielleicht für meinen Nähbereich eben verwenden kann. So, jetzt mache ich da nicht rum, sondern lege es erstmal zur Seite mit diesem blöden Blepperles. Und dann habe ich gesehen, eine riesige Box, richtig cool mit solchen Perlen. Da habe ich ja schon mal eine gekauft und bin immer neu dazu gekommen, die auch mal zu verwenden. Aber meine Kleine mag es sehr gerne, einfach so Sachen aufzufädeln. Und ich denke, da kann ich die einfach mal beauftragen, so ein paar Perlen aufzufädeln. Und da kann sie natürlich für sich solche Kettchen und so weiter machen. Hat sie auch zum Geburtstag so ein tolles Set bekommen von ihrer Freundin. Das war richtig cool. Da sind ganz viele verschiedene Perlen und so weiter drin. Und was ich aber auch richtig cool fand, sind nämlich diese Boxen hier. Die haben keinen Drehverschluss, die werden nur zugemacht. Ich hoffe, die halten auch, weil ich sehe schon, dass manche nicht ganz zu sind. Aber das ist halt eine richtig coole, bunte Mischung an Farben. Und ja, da... Das habe ich nämlich auch letztens gesehen. Dann kannst du dir ein paar Farben in so eine Schale schütten und dann einfach mit der Nadel aufsammeln. Ich glaube, das geht ganz gut und ganz schnell. Ja, muss ich mal ausprobieren. Dann habe ich gesehen, die hier, die gab es im Angebot und ich liebe die ja, ne? Ja, wir haben eigentlich noch so viel Süßigkeiten vom Geburtstag und so weiter, weil wir dann einfach was besorgt haben. Haben das aber dann total vergessen, weil auch viele dann einfach gesättigt waren vom Kuchen und vom Essen und so. Und hab's halt dann einfach auch vergessen, dann die Süßigkeiten noch hinzustellen, weil da hatten wir extra noch was besorgt. Einfach ein bisschen Naschi, auch für die Kinder und komplett verpeilt irgendwie. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da nicht mal was im Kindergarten in die Arbeit oder so mitnehmen, dass das ein bisschen weniger wird, weil das ist eindeutig zu viel. Und eigentlich hat man sich ja vorgenommen, eben nicht so viel Süßigkeiten zu essen, aber das wird mit dem Bestand aktuell ein bisschen schwierig. Deswegen muss es weg. Egal wie, es muss weg. So, und dann habe ich entdeckt, in der Geschenkeabteilung, diese kleinen Tütchen und die fand ich so niedlich. Und wenn du irgendwas hast und mal für die Nachbarn oder für den Kindergarten oder für weitergehende Verwandte, Bekannte oder so, dann ist es natürlich einfacher, wenn man einfach so ein Tütchen hat, was reinpacken kann oder halt auch für Kinder dementsprechend und was reintun kann. Finde ich ganz cool. Und was ich auch richtig cool fand, oder finde, sind diese Stickerbücher. Die gefallen mir persönlich auch sehr gut. Es sind halt jetzt viele Kindermotive natürlich. Aber sie gefallen mir. Also die werde ich mir wahrscheinlich mit meiner Kleinen teilen. Wobei ich auch zugeben muss, das ist irgendwie ein Tick. Ein richtig blöder Tick, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich habe so viele Stickerbücher, aber ich verwende sie nicht. Die stehen da in meinem Regal, die schauen auch wunderschön aus, sind schön sortiert und alles. Aber meinst du, ich verwende sie? Genauso diese Stickerbögen, wo du zwei Blätter drin hast. Habe ich einen ganzen dicken, fetten Ordner voll und benutze sie halt nicht. Weil ich dann teilweise auch nicht immer dran denke oder irgendwas. Ja, aber wie gesagt, mein kleines Stickert auch furchtbar gern. Von daher schlecht werden sie nicht. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit Stickern? Ich glaube, nach einer Zeit verlieren die aber schon ihre Klebkraft, ne? Wobei die vom Action muss man immer wenn gucken, was, ja, ist dann immer so gut. Aber ich meine jetzt allein schon von der Aufbewahrung her. Weiß ich nicht. Und was auch cool war, ist dieses Wooden 3D-Puzzle. Das wollte ich dann auch noch mit meiner Kleinen machen. Da muss man halt immer wegen aufpassen, gerade so Kleinteile oder wenn es hier nur, wenn hier immer diese Ecken sind, dass das nicht abbricht oder so. Aber das fand sie ganz süß. Da waren wir nämlich am Friedhof bei meinem Papa und hat sie eben so ein Häuschen gesehen am
ja, Nachbarsgrab sozusagen. Und das hat mich irgendwie dran erinnert. Dann dachte ich mir, Mensch, das ist doch ganz cool. Das ist auch schon bemalt. Also das ist auch nicht nur blank braun. Da gab es doch noch so ein Pfau und so, ein Auto, ja, und ein Pferd. Also so viel gab es da nicht. Aber das fand ich dann doch ganz niedlich. Was haben wir denn hier noch? Und diese Kissenbezüge fand ich richtig toll, auch von der Farbe her. Gefallen mir sehr gut. Da habe ich mal 6 Stück mitgenommen. Die kommen dann ins Wohnzimmer, dass man da auch mal was zum Wechseln hat. Und die einen, die sind schon ziemlich alt und ramponiert. Meine Kleine hat es auch mal drauf gemalt. Das geht nicht mehr ab. Das ist zum Glück nur auf der Rückseite, aber trotzdem irgendwie, ja. Die tausche ich jetzt mal aus. Die kommen, glaube ich, ganz weg. Und die anderen sind halt dann noch zum Wechseln. Dann gab es noch Stifte. Die werde ich aber erstmal zur Seite packen, weil gestern, als wir die Stifte alle sortiert haben, ist mir aufgefallen, wie viele Stifte sie eigentlich hat und die erstmal, ja, verwendet werden müssen. Genauso wie diese hier, wobei die eher für unterwegs sind. Und solche kleinen Buntstifte, da habe ich extra diese kurzen genommen. Und auch für unterwegs diese Schatulle, die hatten wir schon mal. Die hat sie mir aber komplett auseinandergenommen. Und ja, die fliegen irgendwo rum oder sind schon weggeschmissen oder sonst irgendwas. Vielleicht sind sie auch im Garten in dieser Kiste drin, wo die Stifte drin sind. Keine Ahnung. Ich habe schon gesagt, das kommt dann ins Auto, weil ich will das halt an Ort und Stelle haben. Und die soll es nicht immer mitnehmen, weil die will dann immer alles mitnehmen. Und dann hat sie aber dort nichts mehr. Und dann verschlambert sie es bloß, ja. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen konsequenter sein. Das ist ja oftmals die Problematik, dass man nicht konsequent genug ist. dann habe ich diese Kalkpaint mitgenommen. Die habe ich ja schon mal gehabt. Da muss ich jetzt mal gucken, weil die Farbe ist bestimmt anders. Oder ist es nur die Verpackung? Weiß ich nicht. Werde ich mal testen, aber die Farbe fand ich auch sehr hübsch. Dann habe ich mitgenommen diese tolle Box. Also die fand ich vom Motiv her schon sehr schön. Mit den Einhorn, Regenbogen und der Wolke ist ja natürlich voll meins. Dann hat sie sich mitgenommen diese kleine Schale, die ist aus Metall. Also ich hoffe, die geht dann nicht kaputt, weil Porzellan ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber die durfte sie mitnehmen, da darf sie dann ihre Schnipseleien reinmachen. Oder wenn sie Perlen oder so auffädeln will oder sowas, halt einfach so eine kleine Schale. Ich wollte schon mehr mitnehmen, da dachte ich mir, nee, weil ich habe ja auch so einen Schalentick, ich habe auch genug Schalen, also wenn sie mehr braucht als eine, dann kann sie von mir noch eine haben. Und dann habe ich entdeckt, richtig, richtig toll, diese Behälter kann man nicht sagen. Das sind solche Vakuum-Frischhaltebeutel. So, die kannst du jetzt einmal verwenden für Brot, also wenn du jetzt zum Beispiel dein Feschbar mitnimmst, kannst du sie hier reinpacken. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass da viele ihr Müsli reintun, ihre Samen reintun, also sprich Chiasamen oder Reis oder Bulgur, also alles, was so trockene Zutaten sind. Jetzt nicht unbedingt Mehl, weil ich glaube, das wird eine große Sauerei, aber sowas wie Hirseflocken oder nicht Hefeflocken, sondern, ach egal, ihr wisst schon, was ich meine. Also halt, was man jetzt nicht so in Riesenmengen hat, aber auch, was halt meistens in so kleinen Beuteln kommt. Was Quinoa-Puffs, also diese Dinger, was man dann auch aufs Müsli und so tun kann. Gerade sowas ist dann hier richtig schön aufbewahrt und luftdicht verschlossen. Oder wenn man halt, wie gesagt, für Feschbar irgendwas mitnehmen will. Ich habe mir da jetzt echt, da sind immer 2 Stück drin, so einen ganzen Pack mitgenommen, weil ich dann auch mal gucken will in der Küche, für was ich die alles verwenden kann. Weil das Gedöns, wenn das dann irgendwo da drinnen liegt, in der Verpackung noch, dann nervt mich das. Dann habe ich teilweise eben Behälter, Glas, Kunststoff oder sonst irgendwas. Wenn du dann aber nur so ein kleines Dings da drin hast, an der Menge her, dann nimmt es auch immer so viel Platz weg. Deswegen werde ich jetzt mal durchgehen und das umfüllen. Und du kannst die auch in die Spülmaschine packen, wenn ich mich nicht täusche. Hier, du kannst zum Beispiel auch, wenn du im Kühlschrank was lagerst, da rein tun, dann bleibt es einfach länger frisch. Oder halt, wie gesagt, für so Feschbar, nicht Mikrowelle. Oh, ist das nicht für Spülmaschine? Oh, shit.
Lebensmittelbeutel, luftdicht, wie gemacht für Snacks, wie, ach ja, Nüsse zum Beispiel, Kekse. Wenn du offene Kekse hast, das nervt mich auch immer, dann wird die Packung einfach neigeschmissen und dann hast du da die vertrockneten Kekse, dann packst du die einfach schnell in so einen Beutel rein. Auch eine richtig coole Idee. Geeignet für Kühlschrank und Gefrierfach, aber nicht für den, oh Mist, nicht für die Spülmaschine. Naja, gut. Ich denke, einen Beutel werde ich mal reinpacken und dann mal durchspülen lassen und dann gucken wir mal, was draus wird. Dann habe ich mitgenommen Pinsel, weil die Pinsel, die sie hat, die hat sie komplett versemmelt. Da habe ich gleich mal zwei Stück mitgenommen und die sind von der Größe her auch nicht schlecht für kleine Händchen. Dann hier solche Sticker und da fand ich die Schatulle so cool, weil ich habe ja hier auch noch so ein paar Stickerrollen. Jetzt muss ich mal gucken, wenn die leer sind, ob man die nicht sogar noch weiterverwenden kann und dann einfach da reinpackt. Da ist einmal die LOL, diese Mädels da. Dann gibt's Minimaus und die Prinzessinnen. Das sind eigentlich immer die typischen Verdächtigen. Und natürlich auch die Mickey Maus. Habe ich die vier mitgenommen. Auch beim Geschenkverpackungszeug gibt's diese Rollen. Auch richtig hübsche Farben, muss ich sagen. Das ist so pastellig. Ich habe nicht geguckt, ob es noch mehr Farben gibt, weil das ganz oben und ganz hinten war. Deswegen habe ich da jetzt nicht mehr lang rumgemacht, sondern habe halt einfach die zwei gegriffen. Wie viel ist da drauf? Wahrscheinlich eine 1,5 Meter. Ist nicht die Welt. Da hast du wahrscheinlich mehr Verpackung als Band, aber gut. Dann habe ich noch mitgenommen für 2024 diesen Kalender. An der Kasse habe ich mir schon gedacht, nee, lass es mal lieber da. Aber ich denke, den werde ich drüben aufhängen. Und gerade so, was Termine angeht, wir haben zwar unseren digitalen Planer. Ich glaube, ich bereue es jetzt schon. Aber ich will es eher so für Mahlzeitenplanung machen, weil das hat man dann direkt am Kühlschrank zum einen. Ich denke, dass ich mir hier hinten einfach Magnetband draufkleben werde, dass ich das dann auch dran machen kann. Und wenn du dann am Kühlschrank bist, direkt planst, dann kannst du direkt gucken, okay, was hast du denn noch da, was du aufbrauchen musst, kannst gleich reinschreiben. Ja, so der Gedanke, aber wie ich mich kenne, mache ich es dann vielleicht doch wieder digital. Aber ich wollte es halt, ja. Ja, weiß auch nicht, so machen, der hat mir auch gut gefallen vom Motiv her. Vielleicht war da wieder nur das Motiv schuld. So, dann habe ich nochmal, weil die im Angebot waren und diese Dinger gehen halt leider immer wieder kaputt. Ich tausche jetzt das hier am PC auch aus, weil das hat irgendwie auch einen Hau schon weg, dass das immer sich verbindet und wieder trennt, keine Ahnung. Einmal in so einem Gold und in so einem Rosa. Ich glaube 1,49 oder was das gekostet hat. Dann habe ich Stoffe wieder mitgenommen. Da gab es irgendwie wieder neue, obwohl ich ja erst vor kurzem war. Und diese Stoffe, die sind ganz cool, weil die sind auch vom Material her gut. Aber es gibt auch welche. Jetzt muss ich mal gucken. Da gab es nämlich immer diese, also die drei Sorten habe ich mitgenommen, jeweils zweimal. Weil wenn ich dann mal ein Täschchen machen möchte, dann kann ich immer zwei von der gleichen Sorte nehmen, weil die sind ja nicht gerade groß, diese Stückchen. Das ist 45 x 55 cm. Aber die Motive haben mir einfach sehr gut gefallen. Da diese Blümchen hier, die gibt es dann eben hier auch nochmal. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen mit diesen so ein bisschen gemalten. Dann die Sterne und Punkte. Die hast du hier auch, aber das ist eine andere Farbe. Ne? Das ist mehr so grün, das ist mehr so braun. Dann hier auch wieder die Blumen gleich, aber halt eine andere Farbe. Und hier haben wir dann noch Lila mit Blümchen, Sterne und Punkte. Also richtig toll. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hoffe, das ist jetzt nicht das, aber das hat mir vom Design her so gut gefallen, dass ich es trotzdem mitgenommen habe. Weil es gibt nämlich auch, ja genau, und das sind die da. Haha. Das muss ich mir echt mal merken. Weil das sind die, die sind so richtig glitschig. Die sind so... Hört ihr das? Und das ist halt hier nicht. Das ist ganz normaler Stoff. Und das ist so richtig glitschig und störrisch. Also so ein bisschen, ja, nicht so schön. Aber die Herzchen haben mir gut gefallen. Die Farben haben mir gut gefallen. Deswegen durfte das jetzt trotzdem mit.
Und dann habe ich noch Papier. Und zwar dieses hier. So ein bisschen fruchtig. Jetzt fällt mir da die Beutel runter. Ich weiß nicht, schaffen wir das jetzt hier? Weil die Kamera hängt jetzt ein bisschen weit unten. Nochmal ein bisschen schieben hier. So. Das ist doppelseitig bedruckt. Ich denke, so geht das schon, oder? Dass man mal so einen Eindruck bekommt, was da für Papiere drin sind. So Eiswürfel und Zitrusfrüchte, so ein paar Geschichten hier. Ja, finde ich nicht schlecht. Mal was anderes. Da mit Palmen und so. Und dann fängt es wieder von vorne an. Den habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Dann gibt es diesen hier. Der ist weihnachtlich. Da habe ich mir jetzt doch was mitgenommen. Schön blöd, ne? Er ist einseitig bedruckt, aber den fand ich von den Farben her so toll, dass der einfach mit musste. Und schaut mal die Motive an. Also den finde ich richtig toll. So große, ja, kann man halt höchstens wieder Boxen basteln, weil da schaut mir eh wenig aufs Motiv. Aber gerade so Vollprint, das, also halt wenn das Motiv über das ganze Blatt geht, schaut mal die schönen Sachen an. Richtig, richtig schön. Dann weiß ich immer nicht, was ich damit anfangen soll. Schaut mal, wie schön. Oder sowas hier. Es ist ein schönes Motiv, natürlich, aber was macht man damit? Was ich dann auch mal gemacht habe, ist, wenn du zum Beispiel so einen Adventskalender gebastelt hast, dann konnte man mal so ein großes Motiv verwenden, aber ansonsten auch nicht. Den habe ich auch zweimal mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn die mir sehr gut gefallen, dann nehme ich gerne auch mal zwei mit, weil die kosten halt auch wenig. Wenn man dahingehend schon wieder zum Teddy oder zum Woolworths schaut, wo man dann genau die gleichen Produkte auch von Craft Sensation bekommt, dann kosten die teilweise schon das Doppelte und das sehe ich halt auch nicht ein. Und schaut mal, wie süß wieder die Motive. Ah, schaut, richtig goldig. Und so schwarz-weiße Sachen, die gehen halt auch immer. Ja, da bin ich auch immer, ja, da stehen manchmal voll die coolen Sachen drauf. Aber irgendwie nutzen tut man es dann doch nicht. Irgendwie, weiß auch nicht warum. Und auch diese Kärtchen, einfach richtig goldig. Eigentlich müsste man die direkt ausschneiden, damit man sie schon parat hat. Und dann einfach verwenden. Einfach mal machen, Mensch. Ja, schaut mal, das ist doch total süß. Guck mal. Und das hat so ein bisschen Schimmer auch. Ja, weiß auch nicht. Und das hier, das kann man dann vielleicht mit der Kreisstanze ausstanzen. Da der Weihnachtsmann in Großformat. Richtig süß. Richtig, richtig süß. Doch, gefällt mir sehr gut. Habe ich auch zweimal mitgenommen natürlich. Wer hätte es gedacht. Dann haben wir nur noch den riesen langen Kassenbon. So, und das war es jetzt auch schon. Jetzt muss ich mich aber sputen, weil ich muss jetzt auch gleich noch meine Kleine holen. Und dann möchte ich natürlich auch das Video gleich für euch schneiden, damit ihr das dann auch Ende der Woche am Sonntag, also meistens habe ich jetzt mir vorgenommen, dass wenigstens an einem Sonntag Videos kommen. Das klappt natürlich nicht jede Woche. Ich möchte jetzt aber auch wieder ein bisschen mehr machen. Euch ein bisschen mehr mitnehmen, so gut es geht. Ja, aber es ist halt einfach auch der Zeit geschuldet oder der Energie oder der Lust. Denn, also ich sage das jetzt einfach noch mal kurz dazu, das ist letztendlich auch nur ein Hobby und ich mache das nebenbei. Ich bin berufstätig und ich bin Mama und wir haben einen Garten und wir haben einen Haushalt, wir haben auch Familie und Freunde und da ist halt einfach die Zeit nicht endlos. Und natürlich muss man auch Me-Time machen und die Zeit, die ich mir dafür nehme, ist jetzt aktuell, oder die freie Zeit, die ich für meine Hobbys habe, ist momentan eben das Nähen. Da ist wenig mit Papier, aber ich möchte jetzt eben wieder ein bisschen mehr machen und euch dementsprechend da auch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich habe ja auch noch meinen Etsy-Shop, da kann ich euch auch gleich mal was zeigen. Das soll ja auch noch online gehen. Und ich finde die einfach total niedlich. Wir haben Anfang September und der Oktober, der ist schneller da, als man schaut. Und schaut mal, da kommen jetzt auch bald diese Sticker in den Shop.
den möchte ich auch so ein bisschen neu aufleben lassen, beziehungsweise ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen neues Gesicht geben und ja, auch was die Designs und das Layout angeht. Zum Beispiel hatte ich eigentlich bin ich ein Fan davon von kleineren Stickerbögen, weil du die halt viel flexibler irgendwo reinpacken kannst. Aber ich denke, in der Größe, glaube ich, ist es schon ganz cool. Das ist, jetzt muss ich echt lügen. Das ist auf jeden Fall kleiner als A5, weil man hat ja immer einen Rand auch außenrum. Ich kann dir jetzt die Größe leider nicht sagen. Aber das ist das Maximum, was ich eben beim Schneiden mit der Cricut für Print and Cut nutzen kann. Und da habe ich einfach das Maximum rausgeholt, was geht. Und das sind halt dann einfach die Hälfte davon. Also ein richtig gut großes Sticker-Bogen-Set. Ich kann es jetzt mal messen. Das sind 12,3, vor allen Dingen war es mit Inch berechnet, und 16, also doch ein großes Set und mit tollen Motiven. Und das ist jetzt zum Beispiel in glänzend, also da hast du eine glänzende Oberfläche. Die gibt es aber auch in matt, die habe ich jetzt aber gerade nicht da, beziehungsweise ich habe sie schon mal gemacht, aber das war ein Fehlschnitt, deswegen zeige ich euch die jetzt nicht. Aber das ist dann einfach matt, da kommen die Farben. Naja, wobei die Farben sind eigentlich schon gleich, aber es wirkt halt anders, dadurch, dass es matt ist, logischerweise. Aber schaut euch doch mal den da bitte an. Oder diese, ja, also Halloween ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber gerade für Kinder ist es halt cool. Oder wenn man sein Journal einfach so ein bisschen für den Tag aufhübschen möchte oder auf Karten packen möchte oder sonst irgendwas. Und ja, ich finde die einfach total niedlich. Und sobald süß spooky ist, deswegen auch Sweet Little Spooky, dann ist das auch für mich vollkommen in Ordnung. Und meine Kleine feiert es auch, die liebt es, sich zu verkleiden. Dann schminke ich sie auch, aber auch gruselig. Also ihr gefällt das auch. Sie hat dann nicht irgendwie Angst oder so. Und ja, genau. So, und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne restliche, ja, schönes Wochenende noch. Weil eigentlich, ja, das Wochenende ist ja noch nicht rum. Und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Ach so, und wenn ihr natürlich auch Videovorschläge habt. Ich habe jetzt ein paar Kommentare bekommen, wo es heißt, okay, das wäre cool, wenn du das und das zeigen könntest. Das möchte ich mir jetzt alles mal rausschreiben, weil dazu bin ich leider auch noch nicht gekommen. Ne? Aber ich werde mir das notieren. Und das möchte ich dann nach und nach eben abarbeiten oder halt dementsprechend auch für dich tun. Wenn es denn auch spezielle Wünsche gibt, dann schreib es mir gerne in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder sonst irgendwie. Dann werde ich das auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste mitpacken und werde das auch gerne für euch machen. So, und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis dann. Tschüssi!